Wir hören ja vor allem jetzt dort, unter diesjährigen Swissbau ist ja vor allem Energie, Nachhaltigkeit, Recycling, Kreislaufwirtschaft ein ganz grosses Thema. Und ich denke, da kann der Stahl einen riesen Beitrag leisten, weil der einfach wiederverwendbar ist. Man muss natürlich auch immer schauen, dass er richtig eingesetzt wird, dass man Gebäude plant mit Materialien, die nachhaltig sind und recycelbar sind. Es braucht Flexibilität. Ich denke, das sind so ein bisschen die Herausforderungen für unsere Zukunft. Grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass nicht bauen nachhaltiger ist als bauen. Aber wenn bauen, dann mit den richtigen Materialien. Und dort braucht es die Trennbarkeit der Materialien. Und da ist Stahlbau natürlich prädestiniert.